Ja, meine Damen und Herren, soweit der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Bei dieser Pressekonferenz wurden jede Menge Themen angesprochen und wir versuchen das Ganze für Sie jetzt ein bisschen zu ordnen. Und mit wir meine ich meinen Studiogast und mich. Ich begrüße ganz herzlich Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Professor Meyer, Paul Ziemiak spricht von einem Riesenerfolg bei den Kommunalwahlen in NRW gestern. Ja, obwohl die CDU ja mit 34,3% und 3,2 Prozentpunkten Einbußen das schlechteste Kommunalwahlergebnis ihrer Parteigeschichte eingefahren hat. Wie passt das zusammen? Ja, es ist in der Tat natürlich schwer zu erklären, je nachdem, welchen Bezug man setzt. Der SPD-Chef Walter Borjans hatte es zu der Europawahl bezogen. Andere können die Kommunalwahl zu Recht natürlich als Bezugspunkt nehmen. Wieder andere könnten sagen, aktuell in den demoskopischen Befunden gibt es dann noch mal einen beträchtlichen Unterschied. Insbesondere bei der SPD, 24% SPD, 16% in den Umfragen. Da steht sie ja ganz doll da. Also das ist immer relativ und natürlich picken sich die Parteien das raus, was ihnen entsprechend am besten erscheint. Okay, aber die CDU scheint jetzt zufrieden zu sein mit diesem Abschneiden. Sie muss es. Ja, mit wem hat sie das denn jetzt zu verdanken? Das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Wenn wir den Ministerpräsidenten uns anschauen, dann würde ich sagen, er meint, ihm hätte man das zu verdanken. Das Interessante ist aber, kurz vor der Wahl hat er immer wieder betont, nein, nein, mit den Ergebnissen werde ich nichts zu tun haben, das wird vor Ort entschieden. Hat er da prophylaktisch schon mal die Verantwortung von sich geschoben? Und jetzt kann er aber sagen, ja, was sagt er? Das ist eine Anerkennung für den Weg des Maß und Mitte. Es ist einfach ein Risiko, sich auf diese Wahl im Vorhinein festzulegen. Das könnte ja auch schiefgehen. Insofern hat er da eine gewisse Distanz eingebaut, die er aber jetzt wegnehmen kann und sagen kann, wir sind die stärkste Partei, was ja objektiv stimmt, wenn auch eben kollateral unter diesem Verlust, dass man eben eigentlich das schlechteste Ergebnis in der Kommunalperspektive hat. Wem ist es zu verdanken, hatten Sie gesagt? Natürlich den einzelnen Matadoren in den einzelnen Städten und Gemeinden. Und da ist natürlich das Bild sehr heterogen. Die einen haben das geschafft, wie vorhin erwähnt, in Essen, glaube ich. In Essen, Thomas Kufen. Und insofern sind das die einzelnen Figuren, die das tragen. Aber das ist eben die Schwierigkeit bei der Interpretation einer Kommunalwahl. Das ist natürlich kein einheitliches Gebilde. Insofern also muss man das sehr stark differenzieren. Aber welchen Einfluss hat dieses Ergebnis jetzt auf die Bundespolitik? Ja, da nimmt man natürlich wiederum das Gesamtergebnis und sagt, wie hat er abgeschnitten, der gute Herr Laschet, mit seinem Verband. Das ist ja trotzdem seine Region. Und da wird es ihm jedenfalls nicht schaden, dass er jetzt doch punkten kann. Ja, aber gibt es ihm denn auch Rückenwind? Und es gibt ein bisschen Mitwind, aber kein Sturm. Insofern ist die Lage, glaube ich, nicht groß anders. Aber er kann, wie er das ja gemacht hat, mit großem Selbstbewusstsein da auftreten, auch auf der Berliner Bühne. Aber so stark kann das eigentlich nicht sein. Das ist lediglich ein Drittel der Wähler, die ihn unterstützen. Mhm.